Ja, mein Name ist Wolfgang Wagner. Ich bin Pilzsachverständiger, PSV abgekürzt, von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und unter anderem auch halt Landschafts- bzw. jetzt Naturschutzwacht. Wir befinden uns hier im Uckerater Wald. Dieser ist ein beliebter Treffpunkt für Pilzesammler. Doch nicht jeder Pilz ist essbar. Ja, hier habe ich in meiner Hand einen Fliegenpilz und er kommt natürlich dem Täubling nah. Das heißt, im Speise- oder Frauentäubling landet somit in dem Korb und in der Bratpfanne. Und dieser Pilz löst Halluzinationen aus. Ja, es ist ein Amanita-Pilz, giftig, aber manche testen ihn an sich selber, kann ich nur zu abraten. Andere Sorten wiederum eignen sich gut für den Verzehr. Hier haben wir einer der drei Pfifferlingsarten, den obligatorischen bekannten Schwammerl, golden, orangen Pfifferling. Sehr schmackhaft. Wir sehen auch hier auf dem Boden sehr begehrter Speisepilz. Für die Suche im Wald braucht es einen aufmerksamen Blick, denn die begehrten Fundstücke sind gut verborgen. Ein Exemplar ist besonders beliebt. Ja, wir haben jetzt hier den berüchtigten bekannten Steinpilz. Das ist der begehrte Pilz, den sich jeder Pilzsuchende halt mitnimmt, ja, oder haben möchte. Und aber aufgrund dessen, weil er so begehrt ist, findet man ihn auch jetzt seltener halt, ja. Dennoch ist jetzt die beste Jahreszeit dafür, denn im Herbst trifft man im Wald auf besonders viele Pilze und Sammler.